Willkommen, meine lieben Freunde, zu Pokémon Omega Rubin Chain Monologue Randomizer mit mir, dem Zoro, und dabei ist heute der Python Rage. Yo, meine lieben Freunde, was geht ab? 2 Jahre ist es her, seitdem Zoro und ich hier ein Projekt rausgeschimmelt haben, und es ist dieselbe Nuzlocke Challenge, ne? Genau, die Chain Monologue Challenge, meine Freunde. Genau, mit Randomizer selbstverständlich. Was das alles hier beinhaltet, werden wir euch im normalen Spielverlauf einfach erklären, weil ich glaube, es ist das Beste, wenn wir es hier Learning by Doing mäßig erklären, als wenn wir euch das jetzt alles hier vortragen werden, was diese Chain Monologue alles beinhaltet. Denn die Chain Monologue beinhaltet ein paar mehr Regeln als die normale Nuzlocke. Und vielleicht kennt ihr schon eine Chain Nuzlocke und vielleicht kennt ihr eine Monologue. Pai, erklär schon mal die erste Regel, wenn du jetzt schon mal dabei bist hier. Ja, der Zoro hat jetzt hier fleißig das Intro ein bisschen geskippt, ne? Also hier geht's ja nicht so um die Story, sondern mehr um das Gameplay, um die Challenge. Wir haben natürlich erstmal die ganz normalen Nuzlocke-Regeln. Wenn ein Pokémon besiegt wird, stirbt es und darf im Team nicht mehr benutzt werden und muss auf die Box abgelegt werden und gilt als tot. Wenn wir gar keine Pokémon mehr haben, haben wir die Challenge nicht bestanden und müssen das Projekt beenden. Wir dürfen nur das erste Pokémon jeder Route und jedes Ortes fangen. Und das ist jetzt in diesem Beispiel das Starter-Pokémon. Ich hoffe, es hat gerandomized. Es kann sein, dass es immer die normalen sind, weil es nicht funktioniert, aber ja. Es kann auch sein, dass es... Also, es sind andere! Es ist gerandomized. Oh mein Gott. Aber was haben wir für Pokémon, Alter? Ein Viscora, was von Typ Feuer hier ist. Ey, hast du die Typen gerandomized? Nein! Ah, nee, das ist gescriptet mit dem Feuerwasserpflanze. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade schon, ich hab die doch nicht gerandomized. Ja, ich dachte auch gerade. Was nehmen wir denn hier? Gehweiher? Was nehmen wir? Wir haben jetzt Wasserkäfer? Tunnel. Das ist Gift, ne? Giftdrache wird später, oder? Nee, ist der schon ist Gefahr? Doch Monodrache. Ist der nicht Giftdrache? Der ist Monodrache, Digi. Damn. Dann haben wir hier Stahl. Aber wir haben auch Psycho und Stahl, aber es ist sauschwer zu trainieren. Der kann. Aber die Attacken sind gerandomized. Mhm. Oder? Die sind gerandomized. Die Attacken sind gerandomized, ja. Die Frage ist jetzt: Gehweiher ist das schon Pflanze Wasser direkt? Nee, es ist Käferwasser. Also, wir haben zwei sehr beliebte Typen. Jedoch, also das Ding ist halt, wir dürfen jetzt die Typen fangen des Pokémons, das wir jetzt auswählen. Wenn wir jetzt Gehweiher haben, dürfen wir jetzt auch noch ein Pokémon von Typen Wasser und Käfer fangen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Glurak begegnen, dürfen wir es nicht fangen, weil es ist nicht von Typen Wasser oder von Typen Käfer halt. Genau, das sind die zusätzlichen Regeln, die dann auf die Nuzlocke oben drauf kommen. Wir können ausschließlich Pokémon fangen, die mit dem Typen in unserem Team übereinstimmen. Ist Tunnel jetzt schon Stahl und Psycho oder ist es noch nicht Stahl und Psycho? Ist es nur ein Team oder ist das schon beides? Stahl und Psycho, ne? Das heißt, wir versuchen hier nicht nach dem stärksten Pokémon zu gehen, sondern der Reiz ist, wie krass wird unsere Typenauswahl sein an Pokémon, die wir fangen dürfen. Und die chainen dann neue Typen. Deswegen, wir müssen echt gucken. Wir haben jetzt, Geweiher ist ein Kack-Pokémon, aber Pflanze, Käfer und Pflanze. Wasser. Das sind die. Käfer, Wasser, ja. Das ist perfekt. Eigentlich ist das schon perfekt, ne? Wollen wir dafür gehen? Wollen wir es einen Try geben? Aber das Vieh stirbt One-Hit, ne? Also Tunnel hat viel mehr Angriff, ne? Digga, wenn wir einen Stahl- oder einen Psycho-Pokémon finden, dann werden wir rasieren, ne? Die Frage ist, was gibt's denn noch für Ausweichmöglichkeiten? Panzer-Aero und eine Stahl- Also Tunnel ist High-Risk, High-Reward. Ja, aber das Ding ist halt, okay, das ist Pflanze, dann kriegen wir ihn als Gegner. Ich würde für den Risk geben. Ich würde für den Risk gehen. Der geht für Geweiher, Alter, Ich geh safe für Geweiher. Ey, wenn wir jetzt bei den Attacken verkacken, ne? Wir haben gleich im ersten Part verkackt, die Challenge. Oh mein Gott, wenn wir jetzt echt verkackt haben. Oh mein Gott. Aber das sind ja erst, wenn wir die Pokéwelle bekommen, die Challenge. Deswegen, das ist okay. Das Ding ist ja nicht gerandomized. Geweiher ist am Start. Giftstab! Schwör auf alles, Digi. Ich schwör auf alles. Aber das Teil ist ja schon, wie wir es hier sehen können, vom Typen Käfer und Wasser. Das heißt, wir können direkt mal hier unten, habe ich eine Typentabelle für euch schon mal. Wir haben es richtig predicted. Einmal schon mal Wasser hier. Käfer und Wasser. Ich muss es leider ausschreiben, so das AE. Ja. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Wir schreiben das jetzt da rein, damit ihr seht, welche Typen dürfen wir aktuell fangen. Genau. Wir haben ja nur pro Route einen Versuch. Pfui. Also, das Ding ist, wir haben ja die Starter-Pokémon hier schon gefunden. Deswegen dürfen wir hier nichts mehr fangen an sich. Alter, wir fucking Gift-Pokémon. Giftstachel, Digi, das ist echt wack, ne? Aber wir können halt für die Poison gehen. Wir können für die Poison gehen. Digga, du wirst da nix brocken, Alter. Okay, jetzt muss ich sagen. Ja, jetzt wo du sagst, ne, da kommt die Poison. Aber ey, wir haben hier den Donnerstock. Ey, das Spiel wird dich verarschen bis zum geht nicht mehr. Also das ich ist würde Pokémon. Ja.
Also wollen wir direkt, wir wissen noch nicht, ob wir jetzt direkt den Lose haben, wenn wir jetzt losen, dass wir direkt aufhören, oder ob wir dann ein Reset machen direkt. Das ist dann die Frage, ob wir dann nochmal restarten das Game. Weil hier dürfen wir noch sterben. Wenn wir die Pokebälle haben, fängt dann die Challenge an. Dann fängt die Nuzlocke erst richtig an. Okay, warte mal, wann kriegen wir die Pokémon? Haben wir da schon die nächste Route gesehen? Na, ist ja egal. Es ist Wayne. Na, ist egal. Okay, gut, ja, wir haben auf jeden Fall den ersten Win schon mal drin. Ich würde auch sagen, da wir ja noch nicht, da wir ja noch sterben dürfen, würden wir jetzt erstmal gleich erstmal trainieren ein bisschen. Kannst du mal aufdecken bei Pokewiki oder so, auf welchen Typen wir die nächsten Attacken erlernen mit Gevaya? Du meinst auf welchem Level oder was? Genau. Auf welchem Level wir die? Ich bin schon bei Typen, ich weiß ja nicht, ob du das gerandomized hast. Nee, die Level-Ups kommen immer noch bei den normalen Level-Ups, wenn sie halt bei den anderen Pokémon auch kommen. Also das ist noch normal. Gevaya durch Level-Aufstieg. Das ist jetzt schon full risk. Wir sind mit einem Gevaya drinne. Mit einem Gevaya. Das ist noch sechste Generation, ne? Ich hätte sogar Gagabo. Ja, das ist sechste Generation. Horas ja. Ist Level 6. Okay, also direkt beim nächsten Level. Level 6 kriegst du hinterher. Wie nennen wir das Ding? Hast du einen coolen Namen dafür? Gereier? Warum nicht Mono? Gereiern. Gereiern. Okay. Also sagt man bei euch Reiern? Reiern ist für uns ein Slangwort für Kotzen. Ja, ja. Aber wie schreibt man Reiern? Einfach nur R-E-I-R-E-R-N. Ja, genau. Gereiern. Gereiern, Alter. Leute, wer nicht kotzt, trinkt nicht an sein Limit. Geh rein! Perfekt! Geiler Name! Können wir so stehen lassen. Kann man kaufen auf jeden Fall. Ich würde mein Geld dafür ausgeben. Würde ich mein Geld für ausgeben, ja. Alter, was ist denn das für ein Starter-Pokémon-Pie? Was haben wir denn hier für ein unlucky Starter-Pokémon? Verdammte Kacke, Alter. So, Leute, also da merkt ihr, wir wollen es wissen, ne? Ja, das Ding ist, wir dürfen halt nicht nach den Angriffsstärksten hier eigentlich gehen. Wir könnten dann direkt einen Solo-Run machen. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, Leute. Der Sinn ist das wäre ein Solo-Run. Ja, ja. Der Sinn ist ja eigentlich, dass wir ein cooles Team zusammenstellen. Aus zufälligen Pokémon, wir wollen die noch Typen, zufälliger sind. Halt. Chainen. Das heißt, wir hoffen jetzt, dass die nächsten Pokémon ein Käfer- oder ein Wasser-Pokémon sind. Die dürfen wir dann feiern. Und wir hoffen zusätzlich, dass sie einen neuen Typen mit dazu bringen. Zum Beispiel finden wir einen Morlord. Oh, genau. Wampel war, glaube ich, auch noch ein nicht gerandomizedes Pokémon. Dazu. Ja, wir haben jetzt so eine große Auswahl durch die ganzen Wasser-Pokémon. Alter, Wavescrap! Warum? Drauf alles. Diese gemeingefährliche Raupe, Mann. Was denkst du, wer du bist, Mann? Alter, was geht hier ab? Der wirft da einfach Steine, Mann. Ich frage mich echt, ob wir das irgendwie schaffen können, hier noch zu trainieren. Mit dem Gevaya, ja, Alter. Das Ding ist doch. Komm, wir. Full Rip, ey. Wir kriegen jetzt eine Aqua-Hobitze Level 6, Digga. Oh, bitte kriegen wir keine Pokebälle von der. Bitte kriegen wir nur Tränke. Hast du gerandomized? Ich weiß nicht, was du jetzt alles gemacht hast. Also, Items habe ich nicht gerandomized. Tränke bekommen wir okay. Pokebälle können wir, glaube ich, auch noch gar nicht kaufen. Nö. Ich werde die auch noch nicht kaufen, bis wir irgendwie Level 10 sind. Wir müssen irgendwie das Gutra besiegen, ne? Also nicht Gutra, das ist ja noch kein Gutra drin. Das ist ja noch hier Viscora, oder wie das Ding heißt. Aber trotzdem, starkes Pokémon. Ja, kommt drauf an halt, was er für eine Attacke hat, ne? Ja, das ist dann auch wiederum die Frage. Was hat der Boy für Attacken? Das ist aber auch ekelhaft gerade, ne? Der Startgrad ist... Hast du so eingestellt, dass er, dass der Gegner immer einen Angriff haben muss, der Schaden macht? Nö, ich habe es so eingestellt, dass es Step-Moves eigentlich sind. Zu 60% ungefähr. Und natürlich haben wir bei Gereiern... Ich wollte gerade sagen, Step-Move, Alter, wo ist ein Giftstachel? Step! Ja, bei Gereiern haben wir jetzt natürlich ein bisschen Pech, ne? Nee, wir haben bei Tangela Glück, da können wir leveln. Sandsturm. Ja gut, okay, das... Okay, der zieht sich jetzt selber runter. Das kann man machen, ne? Stacken da jetzt Giftschaden mit Sandsturm, das kriegen wir down. Wollen wir eigentlich kurz die Animation ausstellen, solange wir hier gerade trainieren noch? Ja, gib ihm. Ruckzuck, sagst du. Ruckzuck, was ist denn das, Alter? Geh mal sterben, Bruder. Geh mal sterben. Schnelle Vergiftung. Gönnt uns den. Nice. Bei Tangela können wir gut trainieren. Ja. Die Parts werden meistens immer so 20 bis 30 Minuten sein. Wir wollen ja auch ein bisschen was schaffen in den Parts. Bei Oras dauert das immer so ein bisschen länger. Da können wir auch nicht speeden oder so. Deswegen dachte ich mir, 20 bis 30 Minuten müsste gut klappen, dass wir das auch noch vor Ultrasonne und Ultramond zu Ende bringen. Übrigens. Ja, genau. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, was wir eigentlich vor jeder Folge erwähnen sollten. Beim Pi gibt es auch ein Projekt. Der macht nämlich Pokémon... Was machst du jetzt eigentlich?
Pokémon Y möchte ich machen. Ja, genau. Bei mir wird es mit dem Syrlo zusammen eine No-Poke-Center-Challenge geben. Wir werden das streamen und da solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und ich werde die Events auch vorher ankündigen. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video sehen werdet, wird das Event auf meinem Kanal schon am Start sein. Hm. Ja, auf jeden Fall Erinnerungen einrichten und safe im Terminkalender anschreiben. Was zum Fick, Junge? Alter, was? Willst du mich verarschen? Im Terminkalender anstreichen und euch dann geben, Leute. Es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschalten. Eine No-Poke-Center-Challenge ist natürlich was Heftiges, Brutales. Und ja, des Weiteren, ihr könnt auch gerne in den Discord-Server joinen. Der ist auch in der Videobeschreibung bei mir. Der Syrlo ist auch drauf auf dem Server. Und da können wir uns immer gegenseitig austauschen. Ihr könnt mich fragen, wenn der Stream kommt, wann wir da Stoff machen. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr lustig, Freunde. Da muss man auf jeden Fall sein Geld für geben. Ihr müsst uns das hinterherwerfen, die Scheine ins Gesicht klatschen, links, rechts, bam, 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 was? Wenn wir das Ding jetzt killen, ne, dann kriegen wir schon mal gute Erfahrungspunkte, mein Freund. Aber wir werden jetzt erstmal eine Session hier aufnehmen. Das heißt, wir werden jetzt nicht direkt auf eure Kommentare eingehen können. Aber ja, das werden wir dann zu gelegener Zeit nachholen. Wir haben es gekillt mit der Vergiftung. 68 FA. Das ist fast gar nichts. Das gibt safe gute Erfahrungspunkte, wenn wir dann fucking Mammut aus der Urzeit erwecken. Deine Mutter! Kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Was sind das für Attacken, bitte? Wann kommt die nächste Attacke? So eine schöne Frage. Level 9, okay. Ja, direkt weiter zu gehen. Wir müssen direkt weitermachen, hier weiter hustlen. Das gibt es nicht. Wir müssen echt ganz schnell durchhustlen hier. Wir müssen gut trainieren und gut vorankommen. Mit Mammut hat es gerade gut geklappt an sich. Ne? Mammutel. In der Zeit gibt es die Musicbox. Was? Bidiza? Aber das können wir auch. Ist das schon Wasser? Donnerwetter. Ist das schon Wasser? Oh, weia. Nee, das ist Mono-Wasser. Das ist Mono-Normal. Guck mal, wir haben zumindest eine Step-Attacke. Das ist Step-Move. Wasser war die Entwicklung, ja, soweit ich weiß. Oh! Ja, du Dreckiger! Ja, klar, Mutti. Du Dreckiger! Mach dir erst das Schleck und paralysiert dich! Ich werde geleckt von den Bidiza, Mami! Aber die Vergiftung ist real, Leute. Wenn du immer so oft Vergiftung raushaut, dann bin ich eigentlich zufrieden mit dem Teil. Stell dir vor, das ist doch unser Allrounder hier, ey. Jeder dritte Angriff ist Vergiftung, ne? Das ist richtig sick, ey. Das ist eigentlich relativ geil. Die Vergiftung macht am Anfang noch ziemlich viel Damage rein, muss ich sagen. Ja. Wir machen mehr Schaden mit Vergiftung als mit Aktivgift-Stachelschaden. Ja, ja, das haben wir ja eben bei Mammut relativ gut gesehen. Und ja, wir hoffen jetzt eigentlich, dass wir gut und schnell hochtrainieren können noch in diesem Part und vielleicht noch Mike herausfordern können. Weil vielleicht müssen wir im nächsten Part sogar schon neu starten, weil wir zu kacke sind. Deswegen. Also wir werden den Start immer so lange machen. Eigentlich können wir gleich machen, die wird uns nicht besiegen. Ja, nee, aber wir müssen ja mal gucken. Die hat ja immer noch ein relativ gutes Pokémon an sich. So ist es nicht. Nee, das ist nicht so gut. Das hat nur Abwehr, aber mit Gift ist die Abwehr ja egal. So, das hat einen scheiß Angriff. Die erste Entwicklung ist kacke. Wir können das eigentlich gleich klatschen, damit wir das ein bisschen beschleunigen, weil dann ist vielleicht das nächste Pokémon auf der Route 103 besser. Ja, die Frage ist halt, ne, wir müssen halt immer noch einen Käfer oder ein Wasser-Pokémon dann bekommen. Das erste Pokémon muss ein Käfer oder Wasser-Pokémon sein. Wir werden auf jeden Fall Stoff machen. Also das Mono-Locke, das Locke bei Mono, ist halt so wie eine Nuzlocke, so kann ich schon mal sagen. Das Pokémon, was wir triggern, zählt aber noch nicht, weil wir noch keine Bälle haben. Wir können jetzt schon mal ein bisschen reingucken, ein bisschen gucken, ob wir hier Glück haben und vielleicht hier Wasser- oder Käfer-Pokémon irgendwo rum. Jiggert. Ja, da haben wir direkt Glück. Ja klar, Boreos, hallo. Was geht denn hier ab, ey? Okay, das Teil, ne? Welcher Typ ist das nochmal? Das ist Gestein irgendwas, oder? Das ist Flug und Flug. Das ist Monoflug. Ey, das Ding ist, wenn das jetzt eine normale Nuzlock wäre, ne, dürftest du dir safe... Psy-Nit-Stürmer! Ja, was denn? Psy-Nit-Stürmer! Ich glaub's dir doch. Schwört, das war ein Psy-Nit-Stürmer? Ja! Ja klar, Mono-Step, Psy-Nit-Stürmer auf dem Boreos, hallo! Wollt ihr mich denn finanziell ruinieren, Leute? Nuzlock erst beginnt, wenn wir die Pokewelle bekommen. Digga, wäre das eine normale Nuzlock, du könntest das Ding safe fangen? Und solo machen, ne? Du könntest die Story solo machen. Gut, mit diesem Boreos. Alter, ne? Aber wir spielen ja eine Chain Monolog. Das heißt, Arschlecken dürfen wir das fangen. Wir sind ja total Arschlecken.
Ich mach mal eben kurz die Dings wieder an hier. Das waren ja nicht bei uns in Pokémon Platin. Wie gesagt, wir haben ja schon mal eine Chain Monolog gemacht vor zwei, drei Jahren. Und da war das auch so, ne? Da hatten wir auch irgendwie Ho-Oh auf der ersten Route, Arceus, Dragoran, erinnere ich mich. Noch Glurak oder so hatten wir auch noch, ne? Ja, ja. Dann, wenn wir mal Glück hatten und das auch noch ein Typ hatte, dann ist es einfach gestorben. Oder es ist einfach weggerannt. Oder es hat kein Pokémon getroffen. Ja. Explosion! Das gab's ja auch noch. Das ist einfach extrem, diese Challenge. Echt einfach Spaß. Wenn ihr nicht genug von Nuzlocke habt, dann gönnt euch Chain Monolog privat mal. Das fickt euch weg. Ich sag's euch. Das blowt euch euer Mind raus. Okay. Boah, weißt du noch, wie wir da Rotom fangen wollten, weil das genau den Elektrogeist-Typen hatte? Ja, das ist das schon. Was? Arschlecken hat sie. Scheiße. Nein. So, oh pass Gott. Auf, der gibt dir jetzt Steinkante. Wenn du einen Steinkante... Wenn du sagst 60% Step, ne? Gigastoß! Überlebt! Okay, ja. Der muss doch eine Pause machen, wenn... Oh mein Gott, mit Trank hochziehen. Er muss aber vergiftet sein. Ah, yo! Trank spammen, Alter. Trank spammen. Das macht doch kein Damage. Das macht kein Damage. Wir haben aber nicht viele Tränke, Diggi. Wir haben so zwei oder so. Wir haben 11. Wir haben 11! Was? Oh, wir gewinnen aber das. Aber der Volltreffer könnte real werden. Wir gewinnen das. Also, ja. Sorgensam. Gift zieht ein Achtel KP ab, also 8 Runden. Wir haben Insomnia gelernt? Ja, Mois, was ist denn hier los? Wir können jetzt eigentlich wieder Giftstachel gehen, ne? Ja, okay. Hau raus, also er muss jede Runde Pause machen und Gigastoß hat nur... Ach, eine Eierbombe ist jetzt nicht dein Ernst, Digi. Ja, was macht er nicht mehr auf damit, oder? Nee, boah, ich dachte gerade Multihit, ne? Aber das war ich dachte auch, das war was anderes, ja, Multihit, ne? Ja, nicht Dakato war das. Oh, jo. Ich hatte... Wir sind fast die Eier nach unten hängen geblieben mit der Eierbombe, ey. Eierbombe war doch der Move mit der Kackgenauigkeit, ne? War es das? Ich glaube, das hat er. Warum hat er so viele Karten, Junge? Warum hat er so viele Moves? Warum hat er so viele Attacken? Aber wir spielen hier kein Yu-Gi-Oh, Alter. Der hat das safe seine Trumpfkarte rausgelegt. Der Boy dachte gerade eigentlich so, wir würden gerade Yu-Gi-Oh zocken, ne? Ich muss halt jetzt schon wieder heilen, weil das bei 17 KP zockt uns weg hier, sorgsam wieder. Okay, gut. Ja, herzlich willkommen in der Yu-Gi-Oh No Snickers Challenge. In der Cypher hier. In der rechten Ecke sehen wir Jaden Yuki und wir sind natürlich Yami Yugi, weil wir sind der krassere von beiden. Wir sind ja Yami, Yami, Yami. This is not funny. Warum setzt er keinen Gigastoß mehr ein, der Boy? Weil der das verbraucht hat oder so? Oder weil er gedacht hat, komm, macht keinen Sinn? Ja, aber das Ding ist ja, wenn er einmal einen Critical mit Gigastoß macht, sind wir weg. Nee, komm. Macht er nicht. Da, wenn das passieren sollte, sind wir echt easy weg. Aber derzeit läuft es doch ziemlich gut. Und, dann würde ich das Spiel direkt verkaufen gehen. Digga, ich hab immer Angst, dass er so schnell runtergeht. Ich hab so Angst, Alter. Aber guck mal, wir nackern. Ja, wir naschen gerade schon an der Red Zone da hinten bei ihm. Das gefällt mir richtig. Das gefällt mir. Ey, wir lutschen da richtig an dem rum, Mann. Aber wir werden ab! Mann, Boys, seht ihr das? Wir werden ab! Wir lutschen an seinen Eiern rum, die aus dem Gesicht wirken. Giraian wird noch richtig zum MVP hier. Ich sag's euch. Digga, ich verstehe auch nicht, warum du die Tränke rausballerst, wenn du Heilbefehl hast. Wenn er einmal schneller ist als wir irgendwie. Irgendwie? <eventuell. lacht> Was weiß ich denn? Aber okay, er ist RIP. 184 Erfahrungspunkte. Das sollte erstmal gut. Gib uns die verfickten Erfahrungspunkte, ja. Level 7. Oh, wahrscheinlich noch Level 8, glaube ich, oder? Nee, nicht mal. Alter, RIP. RIP, richtig RIP. Puh, die Frage das ist halt jetzt. Wir so safe fangen können, Alter. Ja, Mann! Nein, das wäre ja sogar ein Wasser-Pokémon gewesen! Ja. Ey, das Spiel wird uns jetzt noch oft rollen, ne? Ja. Das wird uns die Pokémon vor der Nase halten. Wir haben ja immer jetzt noch, also wir haben jetzt wieder geheilte Pokémon, das hat unsere Pokémon gerade geheilt, oder? Ja. Dann können wir hier mal ganz kurz drüber gucken, was denn noch für Pokémon existieren aus deinem Boreos. Interessiert mich jetzt doch schon mal irgendwie. Weil ich will wissen, ob wir hier Hoffnung haben und ein Wasser-Pokémon bekommen können. Oder ob die Hoffnungen gleich null sind. Porygon. Okay. Aber wie gesagt, so Käfer und Wasser sind die meistvertretensten Typen, ne, überhaupt. Mann, der holt sich jetzt auch erst Wassertempo. Ist sich verarscht? Abgesehen von Normaltyp halt, ne. Alter, der Schaden ist einfach so lustig. Ja, er ist einfach so minimal. Wassersäule hätte ich auch gerne. Ja, gut, guter Mann. Kaufe ich sofort Wassersäulen. Bringt's halt total. Alter, wie riesig einfach dieses Porygon ist, ne. Ja, Mann, Alter.
Aber im Vergleich zu Giveaway kann ich mir das schon vorstellen. Das ist ja auch eigentlich relativ riesig. Was das für Animationen auch hat. Nee, aber guck mal, das Giveaway ist ja auch ziemlich riesig dafür, dass es nur so eine kleine Wasserspinne ist, ne? Ja, komm, aber das ist auch ein Backsprite, so. Das ist ja... Ja, aber guck mal. Wenn man das perspektivisch betrachtet, dann ist das Geweih ja näher dran, ne? Ja, aber trotzdem wäre ja auch... Ja, okay, gut, ja. Ja, du hast schon recht. Aber guck mal, es ist ja zu dem Verhältnis des Gras, das ist ja schon relativ groß, muss man sagen. Ja, der lutscht an dir. Ja, ich merke schon. Der saugt richtig. Was ist denn bei dem falsch, ey? Geh mal sterben, Bruder. Ey, wenn du das jetzt auf die Spitze treibst mit seinem Blutsauger, dann wird das noch eine Weile dauern. Dann wird das echt eine Weile dauern, ja. Aber guck mal, wir machen schon gut damit. Omega-Kick! Step! Jo, okay, jetzt. Das war kein Damage gut. Dampf gemacht. Alter, aber ich hab wieder Muffensausen hier gehabt, als ich das gesehen hab. Ey, gegen die trainieren brauchst du gar nicht. Die Trainer-Battles, die geben viel mehr Erfahrungspunkte. Das lohnt sich gar nicht. Ja, aber die sind so wasted. Wenn wir gleich auf den Trainer treffen, der uns richtig zusammennimmt, Alter, sind wir am Arsch. Also, das ist ja das Problem. Wir haben ja gleich schon unsere Pokebälle, wenn wir zum ersten Trainer gehen. Ey, die sind irgendwie am Anfang Level 3 und Level 4 oder so. Oh! Ja, klar! Alles klar, aber das... Digga, das hätten wir mit unserem Tunnel! Das hätten wir... Ja, genau, Tunnel. Digga! Mit dem Tunnel hätten wir Pflanzen-Pokémon noch. Dann hätten wir auch nochmal Pflanzen-Pokémon gehen können. Geil, Alter, das wäre krass gewesen. Ja, das wäre perfekt gewesen. Ja, man kann ja nicht früh genug expecten, was rauskommt. Digga, da gibt's keine Wasser-Pokémon, da gibt's ein fucking Boreas. Mit Step Dings hier. Die verarschen uns. Was hat er noch was Step gehabt? Der hatte fucking Zenitstürmer. Ah, genau, Zenitstürmer was. Zenitstürmer, von allen Flugattacken hat der Zenitstürmer. Ich glaub, mich tritt ein Pferd, Alter. Mann, der will uns aber auch verarschen, ne? Geh reiern. Ja, komm, wir gehen erstmal bei unserem Professor unten reiern und zu unserer Mom nochmal, damit wir unsere Pokebälle bekommen und dann schauen wir mal weiter. Den Stoff. Ja. Verlassen wir erstmal die Ebene hier oben. Alter, Digi, das wird echt hart. Ich glaube, das wird die härteste Lok, die ich je hatte hier, ey. Ja, der zwei Schießer, ey. Aber das wird echt schlimm. Glück, ne? Glück! Aber ziemlich viel brauchen wir hier. So, aber bei Platin, ich glaube, da hatten wir auch einen holprigen Anfang, aber wenn du da einmal ein paar Pokémon hast, dann geht die das Frage relativ schnell. Da haben wir halt ziemlich viel Glück am Anfang, muss ich sagen, aber das wird hier schon... Wir haben auch so viele Wasser-Pokémon. Wir hatten ja fast ein ganzes Wasserteam auch teilweise, ne? Ja, das ging schon ziemlich gut ab bei uns. Boah, Pokédex haben wir jetzt bekommen, geil. Da müssten ja auch die ganzen Generation 6 Pokémon auftauchen, oder? Ja, doch, klar. Pokémon von der 6. Gen kommen auch noch mit rein. Krasser Scheiß. Natürlich. Boah, jetzt Pokébälle und wir kaufen uns am besten direkt nochmal 5, 6 Pokébälle dazu. Weil ich glaube, 5 alleine werden am Anfang nicht reichen, falls jetzt ein krasses Pokémon kommt direkt am Anfang. Ja, wegen der asozialen Fangrate. Das ist halt bei Randomizer immer so, ne? Da hast du direkt am Anfang schon einen Kampf gegen die Fangrate. Ja, komm, Mutti. Jetzt halt mal den Ball flach, Mutti. Ja, du bist wirklich der Sohn deines Vaters. Ja. What the fuck, Alter? Jetzt geh mal wieder in die Küche. Es gibt Turbo-Treter und so, damit kannst du guten Stoff machen. Wir haben die ganze Zeit schon Turbo-Treter, die macht eigentlich keinen Sinn mehr, die Frau hier. Also war dieser Dialog ohne Existenzberechtigung. Ja. Einfach nur, um zu sagen, dass wir der Sohn unseres Vaters sind. Ah ja, Pokédex, Navi-Gedöns, braucht doch eh keinen Schwanz, komm. Halten wir den Ball flach jetzt hier, Mai. Halten wir den Ball flach, komm. Pokébälle, wir wollen uns Pokémon fangen. Also man hätte der Mutter den Navi geben können und das mit Mai gar nicht einbauen und dann hätte die Mutter Sinn gemacht. Ja, genau, hätte sie auch. Das darfst du auch nicht fangen übrigens, ne? Oh, Viscora. Viscago ist das sogar. Ist die Weiterentwicklung. Ja, guter also gibt hier auf der Route genau das gleiche, was es oben auch gab. Was es als Starter auch gab. Cool. Nur eine voll nette Entwicklung. Ach, ja gut, dann müssen wir wenigstens... Mike, jetzt halt doch mal die Beinchen still, ey. Ja. Das macht wenigstens mehr Sinn, ne? Tease der Professor Birk nicht immer so an, also der Professor nicht immer so an, yo, ich habe hier voll die seltenen 3 Pokémon für euch. Und dann kannst du einfach direkt im Gras die Weiterentwicklung schon fangen. Voll wasted. Ja, komm, wir lassen mal. Nee, aber generell ist es mit den Professoren immer unlogisch, ne? Dass die so Starter-Pokémon haben, die du sonst nirgendwo in der ganzen Region finden kannst, ne? Mhm. Da fragt man sich auch, wo hat der die Pokémon immer, ja? Aber andere Trainer haben die manchmal noch. Da frage ich mich, wo haben die dann her? Boah, das ist aber mega selten, ne? Ja, ich habe das jetzt im Platin gesehen. Da haben einige andere Trainer außerhalb des Rivalens noch die verschiedenen Entwicklungsstufen der Starter. Oder auch ein paar Arenaleiter halt.
Ja, Pokebälle können wir direkt mal ein paar mitnehmen hier. Würde ich sagen, machen wir mal so 10 rein. Und genau vor dem Trank kann nochmal welche. Ja, muss ja sein. Ne? Wir wissen ja alle, können mal schlimme Zeiten kommen, wenn wir jetzt viel Geld verlieren würden in den nächsten Kämpfen, weil wir die ganze Zeit verkacken. Jawohl, dann ist die Nuzlocke ja auch beendet. Aber jetzt beginnt ja die Nuzlocke schon. Heißt oben das erste Pokémon, was uns begegnet. Wird direkt durchgerattert. Unten also wir wissen ja, dass das Safe nur Blödsinn ist. Da gibt es ja insgesamt da gibt's eigentlich fast nichts Gutes. Ja. Da quitten wir direkt, ey. Da quitten wir direkt raus. Boreos, ey. Warum kann das nicht vom Typ Käfer sein? Also ich würde jetzt da keinen Streit mit dem suchen. Das ist der Vorzeigetürwächter, der Boreos. Bedroios ist das, Alter. Das ist Bedroios. Alter, und jetzt hier, jetzt kommt das Entscheidende. Weil wenn wir hier jetzt nicht weiterkommen an dem ersten Trainer, sind wir RIP, ne? Wenn er irgendwas Krasses hat, sind wir am Arsch. Wir brauchen jetzt Level 9. Bitte Glück haben, komm. Lass uns bitte Glück haben. Wenn das jetzt ein Scheiß... Ich fordere dich heraus. Ah, eine Göre, hast du random Trainer gemacht? Miekel, perfekt, perfekt. Oh, safe, guter Stoff. Der kann uns ja gar nichts. Ja, kommt drauf an, was er hat, ne? Aber das Ding ist, wir können jetzt mit der Giftattacke Step was abziehen. Nicht Step. Sagt er, macht dann Risikotackle, ne? So, pass auf. Ah, guck mal. Er macht auf jeden Fall schon mal guten Schaden. Fembrise, sagst du? Ja. Ah, nice. Das Gute ist, hier können wir wieder ein neues Pokémon direkt catchen, wenn es denn auch in unser Rooster reinpasst. Übrigens, ich finde ja in der 6. Generation Heimzahlung. Oh, ich dachte gerade, das kommt übertrieben, was krass. Aber Heimzahlung ist nur, wenn ein Gegner ist, weil ich jetzt noch einen Pokémon davor umgebracht hätte, oder? Ja, doch. Ja. Aber es macht auch so 70 Fälle, soweit ich weiß. Nebefeld, was hat ich denn ja, hier für... Ja, aber für es Moves, gibt ja nicht viele Pokémon der 6. Generation, die ich so feiere, ne? Aber Mehikel ist eins der sehr schöneren Pokémon, finde ich. Ich finde das hier doch sehr cute aus, also hat was. Ja, ist ein sehr schönes Pokémon. Ist es auch von Typen Fee? Nee, das ist Pflanze und weil normal. Weil es jetzt schon zwei Feenattacke eingesetzt hat, ne? Dieses Nebelfeld, das ist ja auch mit ja, der gönnt sich halt, aber das ist jetzt mehr oder weniger Zufall. Ja, guck mal, Level 8 haben wir jetzt schon reingeackert, das ist schon mal ganz gut. So... Ja. Sehr gute Erfahrungspunkte, meine lieben Freunde. Oh, die Göre, Alter. Pfui. Nee, das ist ein Ast-Trainer, ne? Ist ein Ast-Trainer, keine Göre. Ja. Sind wir nicht aber die hat ein geiles Design, die läuft immer mit so einem Mini-Rock rum, Alter. Das ist voll guter Stoff. Komm, ich halte mal kurz die 10 KP hier auf, falls das gleich was Krasses um die Ecke. Einpacken lassen und mit DHL direkt vor meiner Haustür schicken lassen. was? Also, Entschuldigung, ich hab mich wieder an Gedanken verloren. Ja, das ist kein Problem. Ja, das komm, bitte, gut. Bitte, Käfer oder Wasser-Pokémon, gib uns was Geiles. Ja! Yo! Nice! Okay, oh das ist Gott. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich über einen Elton freue, ne? Aber die Frage ist jetzt, dürfen wir überhaupt jetzt so... Wir gehen direkt auf Pokéball, falls wir ihn vergiften und er dann die ganze Zeit nicht drin bleibt, ist kacke. So, das Ding ist jetzt, wir kriegen zwar keinen Typen, aber wir haben wenigstens noch ein Pokémon. Also später wird er nicht von Typen Psycho, ne? Ist wasted, nee, ne? Das, der bleibt Mono Wasser. Das habe ich nie verstanden, warum der nicht Typ Psycho bekommen hat. Nochmal Step kommt von drauf vor. Der Typ hat doch immer Kopfschmerzen, kann er direkt hier nochmal was reinackern. Aber Enton, geil! Das ist Bladi! Okay. Bladi ist ein richtiges Enton, Alter. Das habe ich schon gesagt. Ja, Bladi ist das richtige Enton hier. Kannst du ihn mal fragen. Enton! Würde dir bestätigen können. So. Huiuiui, das ist ein Alter, wie viel Glück man haben muss, ne? Also, ja. Wir haben jetzt zwar nur ein Enton, aber. Ey, wir haben was. Das ist schon mal etwas. Wann kriegen wir eigentlich hier den Erfahrungspunkte-Teiler? Wir haben ein Enton am Start. Das ist doch safe, guter Stoff. Wann kriegen wir hier den Erfahrungspunkte-Teiler? Weißt du das? Den XP-Teiler? Oh, der EP-Teiler, Digi. Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Such mal kurz raus, weil das würde mich jetzt mal interessieren. Das können wir aber schön trainieren lassen hier. Unser das können wir aber wegsnacken, Alter. Da können wir safe rasieren, aber ohne irgendwelche Blattmittel zu benutzen. AMK, da haben wir rasiert. Und Donnerschock? Chill mal, Bruder. Chill mal. Chillt der hier einfach Donnerschock raus, ey. Ja, gar nichts. Er tut's doch nicht, aber trotzdem hier. Donnerschock raushauen ist echt schon ekelhaft hier. Digi. Das ist cool, mal so. Also, es gibt ja wirklich wenige Leute, die auf 3DS spielen, randomizen, ne? Mhm. Und so kommt das halt, dass ich jetzt auch zum ersten Mal sehr viele 3D-Designs sehe von einigen Pokémon. Zum Beispiel Serpifeu habe ich auf Oras oder X und Y noch nie gesehen. Und auch Portrodos habe ich noch nie gesehen. Also. Ja, Portrod kann man schon eher finden auf Oras. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim Pi auf jeden Fall vorbei. Wahrscheinlich auch noch in der Endcard oben irgendwo verlinkt. Also klickt auf jeden Fall gerne drauf. Schaut bei den Streams vorbei, die wir machen werden. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare eure Meinung zu dem ganzen Projekt hier. Bis dann und ciao. Haut rein, euer Sodo mit dem Python Raid. Ciao, Leute. Ciao.